herzlich willkommen bei DVS-TV. Und hier sind Sie wieder, unsere Tipps aus der Praxis für die Praxis. Heute mit dem Thema Schutzgasschweißen. Wie geht das? Wir sind zu Gast in den Bildungszentren Rhein-Ruhr in Oberhausen und mein Kollege Michael Lemke wird sich nun vom Lehrschweißer Herrn Sohle in die Geheimnisse des Schutzgasschweißens einweihen lassen. Das gasgeschützte Metall-Lichtbogenschweißen, früher Metall-Schutzgasschweißen genannt, wird in fast allen Industriezweigen eingesetzt, und zwar vom Handwerksbetrieb bis zum Großunternehmen. Wir möchten uns heute auf das Metall-Aktivgasschweißen, kurz MAG, beschränken. Was zeichnet das MAG-Schweißen besonders aus? Ja, das MAG-Schweißen zeichnet sich als erstes dadurch aus, dass es eigentlich das wirtschaftlichste Schweißverfahren ist. Das heißt also, wir haben hier die größten Leistungen, die wir vorbringen können in der Schweißtechnik gegenüber allen anderen Schweißverfahren. Und das ist also ein Schweißverfahren, das universell einsetzbar ist. Das kann also für alle Werkstoffe benutzt werden. Und es ist ein Schweißverfahren, das relativ leicht zu erlernen ist, im Gegensatz zu den anderen Schweißverfahren. Gesetzt im Fall, ich möchte einen unlegierten Baustahl schweißen. Welche Drahtelektrode und welches Gas wähle ich? Das Schutzgas, das für unlegierte Baustelle benutzt wird, ist also ein Mischgas. Das besteht zu 82% aus Argon und 18% CO2. Bei den Drahtelektroden hat man also drei zur Auswahl, von G2SI bis G4SI. Je nach Qualität des unlegierten Baustahls wähle ich dann den passenden Draht dazu aus. Wie würde ich jetzt die Stromquelle an der Maschine selbst einstellen? Also die Schweißparameter an der Maschine sind also zwei, die eingestellt werden müssen. Einmal haben wir hier den Kennlinienschalter. Bei dieser Maschine ist er mit einer 12er-Teilung. Da wird also die Stromspannung eingestellt, je nach Materialstärke. Und passend zu dieser Einstellung muss ich dann hier an dem Drehpoti meinen Drahtvorschub einstellen. Herr Dohle, wann wähle ich welche Lichtbogenart? Je nachdem, ob ich eine Auftragsschweißung oder eine Verbindungsschweißung machen möchte, wähle ich meine Lichtbogenlänge. Ja, also es gibt verschiedene Nahtprofile, die dadurch entstehen. Beim Kurzlichtbogen haben wir also eine schmale Naht, die tief in den Untergrund eindringt, wird hauptsächlich für Verbindungsschweißung verwendet. Der Langlichtbogen produziert eine Naht, die breiter ist, aber nicht so tief in den Untergrund eindringt. Die wird also hauptsächlich für Auftragsschweißung verwendet. So, jetzt sind wir im Kurzlichtbogenbereich. Jetzt reduzieren wir mal den Drahtvorschub. So, das ist der Langlichtbogen, da kann man die Tropfen einzeln übergehen sehen. Jetzt gehen wir nochmal Draht dazu. Jetzt kommen wir wieder in den Bereich des Kurzlichtbogens. Was genau ist ein Kurzlichtbogen? Der Kurzlichtbogen kennzeichnet sich also dadurch aus, dass der Tropfenübergang vom Draht zum Material im Kurzschluss passiert. Das heißt also, wir haben für eine ganz kurze Zeit eine Verbindung zwischen dem Schweißdraht und dem Grundwerkstoff. Das heißt, Plus und Minus kommen zusammen und damit haben wir einen Kurzschluss. Daher der Name Kurzlichtbogen. Können Sie uns noch einige Hinweise zur Wahl des Schweißparameters geben? Schweißparameter wähle ich also einmal nach der Materialstärke. Das heißt, je dicker mein Material ist, umso mehr Energie brauche ich in dem Lichtbogen. Und zum Zweiten aber auch abhängig von der Schweißposition. Das heißt, ich werde andere Schweißeinstellungen bei einer Schweißnaht über Kopf haben, als wenn ich die in horizontaler Position schweiße. Was muss ich hinsichtlich der Brennerhaltung beachten? Bei der Brennerhaltung haben wir also zwei Möglichkeiten, in denen wir den Brenner bewegen können. Und zwar einmal die stechende Schweißbrennerhaltung und die schleppende Brennerhaltung. Gibt ein unterschiedliches Nahtprofil. Bei der stechenden Brennerhaltung wird die Naht an der Oberfläche sehr breit, dafür flach. Bei der schleppenden Brennerhaltung wird die Naht schmaler, baut an der Oberfläche höher auf, geht aber auch wesentlich tiefer in den Untergrund rein. Das heißt, ich muss vorher wissen, brauche ich einen tiefen Einbrand oder nicht. Dementsprechend wähle ich dann meine Brennerhaltung. Können Sie mir anhand der Maschine noch einmal die Brennerhaltung zeigen? Genau. Bei der stechenden Brennerhaltung wird der Brenner also so geführt, dass die Brennerspitze in Schweißrichtung zeigt. Der Brenner sticht praktisch nach vorne. Entgegengesetzt dazu, bei der schleppenden Brennerhaltung
zeigt der Brenner ans Schweißnahtende. Wird der Brenner also so über das Material geführt. Haben Sie noch ein paar Tipps, die das Max-Schweißen noch besser machen können? Ja, als erstes sollte man auf jeden Fall daran denken, bevor man anfängt zu schweißen, das Schutzgas aufzudrehen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und als zweites, bevor ich anfange zu schweißen, sollte ich einmal kontrollieren, ob meine Gasdüse sauber ist, gegebenenfalls reinigen und ab und zu mal das Stromkontaktrohr auswechseln. Das ist ein Verschleißteil, das sich also abnutzt und ab und zu mal gewechselt werden muss. Das sind also so die Tipps, die man auf jeden Fall beachten sollte. Okay, das werde ich mir merken. Herr Dohle, ich bedanke mich recht herzlich für die fachliche Information. Kein Problem. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ein ganz besonderer Dank geht an die Bildungszentren Rhein-Ruhr, die die Produktion dieses Praxistipps ermöglicht haben. Das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Ihr DVS-TV-Team.